She's steady, she's up on her feet, dancing on the water to her own kind of beat. She's in it, she's on it, she's rocking her skills, tearing up the current like the girl's got gills. Up, up, leaning side to side, lay back, hang ten, go for a ride. Catch that curl, get into the tube, do the mahi mahi, make your tail fin move. Seit einem Jahr hatte Oceana nun schon seine Prinzessin Merlia. Und dieser Tag wurde in der Unterwasserwelt gefeiert. Auch das Fernsehen würdigte das Ereignis und widmete ihr eine Sondersendung. Herzlich willkommen bei Guten Morgen, Oceana! Heute feiern wir den ersten Jahrestag von Prinzessin Merlias Ankunft in unserer Unterwasserwelt. Merlia ist die Tochter unserer Königin Kalissa. Aber da das arme Mädchen mit Beinen geboren wurde, gab Kalissa sie in die Obhut ihres menschlichen Großvaters Brake. Und diese Entscheidung war genau richtig, denn nur kurze Zeit später wurde sie gefangen genommen von ihrer bösen Schwester Eris. Sie war eine Tyrannin, die uns alle jahrelang mit eiserner Schwanzflosse regierte. Aber die tapfere Merlia kam, um Oceana zu retten. Sie tauchte hinab in unsere Welt und lernte, ihr wahres Ich zu akzeptieren. Ich bin Merlia, Meerjungfrau und Prinzessin von Oceana. Und es ist meine Pflicht, meine Untertanen zu beschützen. Merlia wurde eine richtige Meerjungfrau und mit ihrer neu gewonnenen Stärke besiegte sie Eris, die in ihrem eigenen Strudel gefangen und auf den Grund des tiefsten Grabens des Ozeans verschleppt wurde. Nachdem Eris vertrieben war, konnte sie ihre Mutter Kalissa befreien. Und seitdem regiert Kalissa uns wieder mit Liebe und spinnt jeden Tag Merilla für uns. Sie schenkte Merlia aus Dankbarkeit eine magische Kette, die es ihr erlaubt, Mensch oder Meerjungfrau zu sein, wann immer sie es sich wünscht. Und seit diesem Tag ist unsere Prinzessin ein Superstar, und zwar in der Menschenwelt und in der Unterwasserwelt. Und wenn ich richtig gehört habe, nimmt sie gerade in diesem Moment am wichtigsten Surfwettbewerb ihres Lebens teil. Wir gratulieren zum Jahrestag, Prinzessin Merlia, und mögen noch viele glückliche Zeiten für ganz Oceana vor uns liegen. In Laguna Beach hatten die Endausscheidungen für die Surfweltmeisterschaft begonnen. Merlia und ihre Konkurrentin Kylie Morgan gaben alles. Ein fantastischer Tag hier in Laguna Beach für die Endausscheidung zur Surfweltmeisterschaft. Unsere Surferinnen haben die Wellen voll im Griff und da sehe ich gerade unseren Publikumsliebling Merlia Summers. Das war super, Merlia! Merlias größte Konkurrentin ist wohl dieses Jahr Kylie Morgan. Offensichtlich hat sie beschlossen, Merlia vom Thron zu stoßen. Kylie versuchte alles, um Merlia zu übertrumpfen. Aber sie hatte nicht die geringste Chance gegen sie. Nach dem letzten und entscheidenden Durchlauf wurde Merlia von ihrem Großvater und ihren Freundinnen Fallon und Hadley am Strand empfangen. So, zuerst mal muss ich was loswerden, Kleines. Lass mich raten. Wow! Wow! Danke, Opa. Du warst klasse, Merlia. Du gewinnst bestimmt. Aber du warst auch wahnsinnig gut, Fallon. Wartet! Wisst ihr was? Ich habe gerade eine Vision. Ich sehe euch zwei mit euren Surfbrettern, wie ihr süße Koalas knuddelt in Australien. Jetzt kam auch Kylie an den Strand gesurft. Oh, tut mir leid. Seid ihr nass geworden? Mein Fehler.
Hast du vielleicht ein Problem? Komm schon, Fallon, was soll das? Lass Kylie in Ruhe. Wenn sie sich da draußen nur ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte, dann hätte sie mich hier heute sogar schlagen können. Ach, du meinst etwa so wie letzte Woche in La Jolla? Offen gestanden, hast du wohl vergessen, was vorletzte Woche passiert ist. Da habe ich dich in Redondo geschlagen, meine Liebe. Tja, schon klar. Träum weiter. Alle mal herhören, ich habe euch was zu sagen. Unsere Punktrichter haben eine Siegerin ermittelt. Der dritte Platz geht an Fallon Casey. Ja, du hast es geschafft. Ich bin so stolz auf dich. Also, ich bin sicher, ihr zwei seid die Nächsten auf dem Siegertreppchen. Genau, es ist gar nicht wichtig, wer Erste ist. Ah, und ob das wichtig ist. Und der zweite Platz geht an Kylie Morgan. Ah, nur Zweite? Und das heißt, unsere Siegerin ist die Königin der Wellen, Melia Summers. Ja. Bravo, mein kleines Mädchen, du hast es geschafft. Super. Der Drop und für diese drei Surferinnen geht es nun zu den Surf-Weltmeisterschaften nach Australien. Los, Gruppenkuscheln, Gruppenkuscheln, na komm schon. Oh Mann, das ist der Hammer. Du auch, Kylie, na komm, mach mit. Na los. Du hattest Glück heute. Aber dein Glück wird dich in Down Under verlassen. Da bin ich nämlich zu Hause. Na toll, ist Kylie nicht ein wahrer Sonnenschein, Leute? In diesem Moment tauchte der kleine Seehund Snouts vor ihnen auf, machte einen Salto und quietschte vor Vergnügen. Snouts! Hey, was sagst du dazu? Also, ich kenne da noch jemanden, der begeistert sein wird. Oh, meine Mutter, ich muss es ihr sofort sagen. Wir sehen uns nachher. Ja, 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 auf Wiedersehen. Mach's gut. Alle, auf viel Spaß. Merlia paddelte auf ihrem Surfboard in eine kleine Bucht, wo sie niemand sehen konnte. Dann verwandelte sie sich in eine Meerjungfrau und tauchte mit Snouts nach Oceana. In Oceana wurde die Prinzessin herzlich empfangen. Ich freue mich auch, euch wiederzusehen. Ich wünsche dir einen schönen Jahrestag. Oh, danke. Merlia war kaum in der Stadt, da stürzte auch schon ein Reporterfisch auf sie. Oh, Prinzessin Merlia, wir fragen uns alle, wie wohl dein Surfwettbewerb gelaufen ist. Oh, ich würde gern allen berichten, wie es gelaufen ist. Aber zuerst möchte ich es meiner Mutter erzählen. Vielleicht plaudert Snouts schon ein paar Highlights aus. Danke für dein Interesse. Mach's gut. Als Merlia in den Palast schwamm, kam ihr Königin Kalissa freudig entgegen. Merlia! Willkommen zu Hause, Merlia. Und wie ist es gelaufen? Hast du gewonnen? Was soll ich sagen? Ja, das habe ich. Das ist ja wundervoll! Das hörte natürlich auch der kleine Delfin Zuma und gratulierte Merlia. Oh, herzlichen Glückwunsch, Merlia! Ich danke dir, Zuma. Ich packe gerade ein paar wichtige Dinge für die Reise ein. Merlias Blick fiel auf eine wunderschöne Muschel. Was ist das denn? Das ist eine Erinnerungsmuschel. In ihr stecken Gedanken und viele Erinnerungen. Zeig mir die letzte Gezeitenwechselzeremonie. Die Muschel öffnete sich und zeigte Merlia ein Bild einer schönen Stadt. Das ist also Aquelia? Ja. Das ist die Stadt, in der die Geschichte des Meervolkes begann, auf dem Grunde des Meeres vor Neuseeland. Alle 20 Jahre muss ein Mitglied der königlichen Familie nach Aquelia zurückkehren, sich auf den alten Thron setzen, um die Macht wieder zu erlangen, Merlia zu machen. Dann zeigte die Muschel, wie Königin Kalissa damals das Ritual abhielt. Bist das du? Ich war wahnsinnig nervös. Dennoch nahm ich meinen Platz auf dem Thron ein und sprach die uralten Riten. Erhebe sich im Wechsel der Gezeiten die Macht Merillas in unendliche Weiten. Die königliche Meerjungfrau auf dem Thron weiß um ihr wahres Ich nun schon. Und dann, genau um die Mittagsstunde, geschah es. Ein gleißend helles Licht erschien aus dem Nichts und umhüllte Königin Kalissa. Als es vorüber war, hatte ich auf einmal die Macht, Merlia zu machen und dem Meer Leben zu schenken. Das ist ja unglaublich. Du bist sicher aufgeregt, dass es sich jetzt wiederholt. Ich wünschte, dir würde die Ehre zuteil werden. Doch die Magie ist so mächtig, dass sie damals meine Schwanzflosse für immer verändert hat. Ich fürchte, sie würde dich auch verändern und du könntest deine Beine nicht mehr benutzen. Das mag ich mir überhaupt nicht vorstellen. Deshalb würde ich dich auch nie darum bitten, hörst du? Ich freue mich nur, dass du da bist, um zuzusehen. Weißt du,
Das ist so eine Sache, denn die Zeremonie ist am gleichen Tag wie die Surfweltmeisterschaft. Das heißt? Und deshalb werde ich leider nicht zusehen. Du, wie bitte? Oh. Du wirst diesen Wettbewerb ausfallen lassen müssen. Du bist die Prinzessin von Oceana, Melia. Deine Anwesenheit ist unbedingt notwendig. Hey, Melia, wollen wir vielleicht ins Kino? Karate-Tintenfisch? Jäger des verlorenen Karpfens? Kylie Morgan wird dort sein. Es ist meine Chance, ihr ein für alle Mal zu beweisen, dass ich die Bessere bin. Das ist der wichtigste Wettbewerb überhaupt. Miteinander zu konkurrieren bringt einen im Leben nicht weiter. Das Leben ist kein Wettstreit. Los, wie wär's? Lasst uns lustige Grimassen schneiden. Mutter, bitte. Hör mir zu, ja? Ich weiß, du willst, dass ich bei der Zeremonie dabei bin, aber ich muss nach Australien. Hey, schon mal jemals einen Delfin jonglieren sehen? Merlia, begreifst du nicht, dass das Meervolk sehen muss, dass die Prinzessin von Oceana Interesse an der Zukunft der Meere hat? Und was ich will, zählt überhaupt nicht? Ist dir das etwa total egal? Natürlich ist mir das nicht egal, aber sei bitte vernünftig. Mutter, verstehst du das denn nicht? Genau für diesen Wettbewerb habe ich hart trainiert. Wenn du mich wirklich lieben würdest, würdest du das verstehen. Und du würdest dich für mich freuen. Merlia, komm zurück! Merlia verließ den Palast. Und Oceana. Die Weltmeisterschaft war für Merlia einfach das Wichtigste. Sie trainierte wie besessen und war am Tag der Entscheidung topfit. Ein wahrer Leckerbissen steht uns noch bevor. Zwei der besten Surferinnen dieses Jahres in einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Merlia Summers und ihre Rivalin Kylie Morgan. Wir dürfen gespannt sein, was gleich passiert. Merlia Summers zeigt uns, was sie drauf hat. Sie surft mit ihrem ganz eigenen eleganten Stil einen unglaublichen Backside Reverse Corrupt Lift. Wow, was für ein Monster Backside Air Reverse von Morgan. Kann Summers das übertreffen? Merlia antwortet mit einem 360 Rocket Grab. Was für ein Zweikampf da draußen. Ha, dann verabschiede dich mal von deinem ersten Platz, Merlia Summers. Wow, was für ein genialer Kickflip von Kylie Morgan. Kylie sauste an Merlia vorbei und rempelte sie absichtlich an. Merlia verlor das Gleichgewicht, konnte sich aber mit einem Handstand auf dem Brett halten. Ich fass es nicht! Merlia Summer surft die Tube im Handstand! Aber dann bäumte sich eine Welle so hoch auf, dass Merlia vom Brett gerissen wurde. Schade, Merlia Summers hat es leider nicht geschafft! Aber Kylie Morgan ist immer noch dabei! Sie schafft es aus der Tube und kommt mit einem Backside Air 720 raus. Woohoo! Das war's! Wahnsinn, Leute, was für eine Quali! Surferinnen, kommt her zu mir! Hadley und Fallon machten sich Sorgen um ihre Freundin. Meinst du, Merlia kommt weiter, trotz des Wipeouts? Ich bin nicht sicher. Um weiterzukommen, muss sie es in die Top 3 schaffen, wie ich in meiner Quali. Denk einfach schön positiv. Positiv denken! Kätzchen, Ponys, Sardinen mit Marmelade. Du weißt doch, da stehe ich drauf. Flauschige pinke Pantoffeln. Als Merlia aus dem Wasser kam, stellte Kylie sich ihr in den Weg. Merlia, warte mal. Ich glaube, du hast da was auf dem Rücken. Oh, warte. Ich sehe schon meine Fußabdrücke, weil du für mich heute der Fußabtreter warst. Wirklich witzig. Warten wir doch ab, was morgen im Finale los ist, Mhm. Falls du dich qualifizierst. Entschuldige mich. Ich glaube, die Reporter wollen alles über meine neuesten Tricks hören. Aber da täuschte sich Kylie. Die Reporter liefen auf Merlia zu. Was? Die Siegerinnen stehen fest. Ihr wollt wissen, wer aus diesem Vorlauf im Finale steht? Dritter Platz, Ally Mahoney. Zweiter Platz, Merlia Summers. Und auf dem ersten Platz, Kylie Morgan. Herzlichen Glückwunsch, Surferinnen! Wow, ich fasse es nicht. Ich hab's tatsächlich auf den ersten Platz geschafft. Ich, Kylie, die Gewinnerin! Trotzdem kümmerten sich die Reporter nicht um sie. Merlia war für die Journalisten interessanter. Merlia, wie heißt dieser Move mit dem Handstand? Bevor Merlia reagieren konnte, stand plötzlich eine Frau neben ihr und antwortete für sie.
Der heißt der Summer Switcheroo natürlich. Und den werden wir in unserer neuesten Werbekampagne für Wavecrest Surfgear zeigen. Was? Das heißt, vorausgesetzt, du willst überhaupt unser neues Gesicht werden. Sie sind doch... Oh, sie sind Georgie Majors. Und ihm gehört Wavecrest Gear. Das sind echt die tollsten Klamotten überhaupt. Ich trage sie ständig. Also, Merlia, ich stehe auf deine Einstellung. So, was sagst du? Unser erstes Shooting könnten wir heute Abend beim Luau machen. Meinen Sie das ernst? Ja! Ich bin begeistert. Dann sehen wir uns da. Ich freue mich schon. Georgie Majors kam nur ein paar Meter weit, weil sie von Kylie aufgehalten wurde. Miss Majors? Miss Majors? Ich wollte mich Ihnen nur kurz vorstellen. Kylie Morgan. Die letzte Quali habe ich gewonnen. Ja, ich habe gewonnen und nicht Melia Summers. Ich. Ah, alles klar. Herzlichen Glückwunsch. Ich meine, vielleicht wollen Sie ja für die Kampagne noch ein Gesicht. Oder ein anderes Gesicht. Ich habe den Handstand auch voll drauf. Sehen Sie? Sogar auf einer Hand. Ja, beeindruckend. Wirklich sehr schön. Wir sehen uns sicher noch. Aber ich war heute Erste. Ich habe gewonnen. Ah! Kylie bemerkte nicht, dass sie vom Wasser aus beobachtet wurde. Königin Kalissa und Zuma waren in Aquellia eingetroffen. Zuma war sehr beeindruckt, besonders von der Mikropolis, einem alten Bauwerk, das auf vielen Säulen stand. Oh, die Mikropolis ist so wunderschön. Es ist mir eine Ehre, euch zu begleiten. Ich bin froh, dass wenigstens du es so siehst. Ihr könntet zu ihr gehen und mit ihr sprechen. Wir sind nicht weit weg von der australischen Küste. Kalissa! Meine Botschafterinnen! Kalissa, wir sind so froh, euch zu sehen. Es ist ja ewig her und das muss immer sein. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Oh. Ja, freut mich auch. Katrin, anscheinend bist du immer noch die schnellste Meerjungfrau von allen. Die Atmosphäre in der Mikropolis ist herrlich, so weitläufig und die Gedanken können auf Reisen gehen. Das ist die perfekte Kulisse für die Gezeitenwechselzeremonie. Da hast du recht, Mirabella. Ich bin sehr froh, dass wir uns endlich mal wiedersehen. Oh, Kalissa! Ihr seht umwerfend aus. Nicht halb so umwerfend wie du, Selina. Deine Schwanzflosse ist atemberaubend schön. Das finde ich auch. Und das Licht reflektiert so schön, wenn ich schwimme. Ja, entzückend. Renata! Es ist mir ein Vergnügen, Eure Hoheit. Wir haben uns so viel zu erzählen. Oben auf dem Dach der Mikropolis hat man einen atemberaubenden Blick. Man kann dort meilenweit sehen. Also für mich klingt das perfekt. Wir treffen uns in zwei Flossenschlägen. Der letzte ist ein Stinkefisch. Die Botschafterinnen schwammen davon. Wollten wir nicht irgendwo hin, Eure Majestät? Nein, Zuma. Merlia weiß, wo sie mich findet, wenn sie es wirklich will. In der Nähe eines kleinen Restaurants am Strand fand am frühen Abend dann die Fotosession statt. Der Fotograf war von Merlia begeistert. Ja, genau so. Jetzt ein überraschter Blick. Sehr gut. So, jetzt grimmig. Ja, sehr gut. So ist es gut. Wunderbar. Weiter so. Sehr gut. Oh, was für eine wunderschöne Halskette. Dankeschön. Sie lenkt nur zu sehr vom Outfit ab, unglücklicherweise. Der fantastische Wavecrest-Bikini kommt gar nicht mehr zur Geltung. Du musst sie leider ablegen. Weiß doch, heute sind nur Outfits und Accessoires von Wavecrest dran. Versuch's stattdessen mal damit. Aber ich leg sie wirklich nur ungern ab. Sie ist mir ausgesprochen wichtig. Dürfte ich sie ausnahmsweise dranlassen? Das ist wirklich rührend. Und danke, dass du mich so nett gefragt hast. Kein Problem. Doch die Antwort ist nein. Du bist ein Wavecrest Surfgear Girl. Du trägst Wavecrest Surfgear Bikinis und Accessoires. Du willst doch mein neues Wavecrest Surfgear Girl sein, oder nicht? Doch, auf jeden Fall. Das ist eine wahnsinnstolle Gelegenheit. Ja, ganz genau. Merlia ging zu Hadley, die nebenan auf der Restaurantterrasse saß und mal wieder irgendwas Essbares in sich hineinstopfte. Hey Hadley, würdest du auf meine Sachen aufpassen während des Shootings? Es dauert bestimmt nicht mehr lange. Mhm. Cool. Meine Uhr und meine Kette sind in der Tasche. Bitte pass auf, dass die nicht rausfallen. Danke. Genieß deine, Pampe. Merlia ging zum Fotoshooting zurück. Am Anleger vor dem Restaurant saß
Kylie und beobachtete neidisch die Fotosession. Plötzlich tauchte vor ihr im Wasser ein Fisch auf. Zuerst bemerkte sie ihn gar nicht. Oh, du bist heute die reinste Stimmungskanone. Hm? Ah, und du bist so aufmerksam. Wer redet da? Ach, Schnickidischnack. Muss ich dir wirklich alles erklären? Sieh nach unten. Deine schmollenden Mundwinkel machen es dir doch vor. Brillant. Du schreist rum, damit alle gucken, bevor ich dir sagen konnte, wie du Merlia Summers im Wettkampf morgen schlagen kannst. Kein Wunder, dass dich niemand ernst nimmt. Du bist eine wandelnde Katastrophe. Warte, Mr. Fish. Was hast du da gerade gesagt? Du bist eine wandelnde Katastrophe? Nein, davor. Über Merlia. Oh, also, dieses Mädchen hat einen zauberhaften Vorteil. Ich bin überrascht, dass du da noch nicht selber drauf gekommen bist. Ihre Halskette verleiht ihr magische Kräfte. Beschaff dir die Kette und du beraubst sie dieser Kräfte. Eine magische Halskette? Du hast sie ja nicht mehr alle. Bist du dir sicher? Du bist diejenige, die mit einem Fisch redet. Ja, das stimmt. Red weiter. Wenn du gewinnen willst, schnappst du dir diese Kette und bringst sie hierher zurück. Wie? Ich kann ja wohl kaum hingehen und sie abreißen. Ah, es ist eine Schande, dass ich unter dir in der Nahrungskette stehe. Merlia hat ihre Halskette abgenommen. Sie ist in der Tasche ihres Pullovers und auf den passt ihre Pampe verschlingende Freundin auf. Also du willst, dass ich sie einfach klaue? Ach, vergiss es. Ich habe dich offensichtlich mit jemandem verwechselt, der wirklich gewinnen will. Tschüsschen. Warte! Ja? Ich werde die Kette holen. Kylie ging die Treppe zum Restaurant hoch. Hadley kam gerade mit einem riesigen Nachschlag vom Buffet zurück. Hey Hadley, brauchst du vielleicht Hilfe? Ich nehme den Pulli, oder? Während du dein appetitliches Essen an den Tisch bringst. Ach, danke dir, Kylie. Das ist das Tolle am Sport, finde ich. Draußen auf dem Wasser bist du die größte Konkurrentin von Merlia. Ihr bekämpft euch, spritzt euch nass, nehmt euch die besten Wellen weg. Aber an Land bist du eine echt nette Person, weißt du das? Ach so? Na, wenn du das sagst. Als Hadley voranging, griff Kylie in die Tasche und zog Merlias Kette heraus. So, genieß deine Pampe. Das Zeug ist echt toll. Koste! Toi, toi, toi für den Wettbewerb morgen. Oh, und wenn du nervös wirst, dann stell dir einfach alle Konkurrentinnen in Unterwäsche vor. Ist aber eigentlich irgendwie schwierig, hä? Da ja sowieso alle Bikinis tragen, das ist ja fast wie Unterwäsche. Danke für den Tipp. Aber weißt du was? Ich habe plötzlich das Gefühl, dass ich morgen gar nicht so schlecht abschneiden werde. Während Hadley sich weiter vollstopfte, ging Kylie wieder zum Anleger hinunter, wo der Fisch geduldig auf sie wartete. So, hier ist sie. Hör zu, die Sache gefällt mir irgendwie nicht. Papalapap, schon gut. Jetzt leg die Kette an und spring ins Wasser. Spring ins Wasser? Wieso? Aber... Nur im Wasser kann man nun mal schwimmen. Wenn du meine Hilfe haben willst, dann tust du, was ich dir sage. Hier rein! Jetzt! Und jetzt sprich mir nach. Ich wünsche mir, ich wäre eine Meerjungfrau. Ich wünsche mir, ich wäre eine Meerjungfrau? Und genau in diesem Moment verwandelte sich Kylie. Was passiert da gerade mit mir? Und jetzt folge mir in die tiefsten Tiefen. Warte! Kylie tauchte mit dem Fisch zum Meeresgrund. Die zwei bemerkten nicht, dass sie von der kleinen Robbe Snouts beobachtet wurden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt bist du eine Meerjungfrau. Leider siehst du aus wie ein vollgefressenes Backenhörnchen. Hallo, du kannst unter Wasser atmen. Ich kann atmen? Ich kann unter Wasser atmen. Und ich habe eine Schwanzflosse. Ich verstehe es nicht. Wie ist das möglich? Und bei Merlia läuft das genauso. Das ist der erste Teil zum Geheimnis ihres Erfolgs. Wie meinst du das? Nur eine Meerjungfrau zu sein, macht dich nicht zur besseren Surferin. Oder glaubst du, du könntest dich mit dem Ding auf ein Board hochhieven und oben bleiben? Nein, aber... Deine Neugier wird schon befriedigt werden. Und jetzt hör auf, Fragen zu stellen und folge mir endlich. Am späten Abend, als das Restaurant bereits geschlossen hatte, gab es noch drei Personen, die draußen auf der Terrasse zwischen den Tischen hin und her krochen.
Merlia, Hedley und Fallon. Meine Kette muss hier irgendwo sein. Wir haben doch aber überall nachgesehen. Ich verstehe das einfach nicht. Wie ist sie dir bloß aus der Tasche gefallen? Ich weiß es auch nicht, Merlia. Es tut mir so leid. Ich mach dir gar keine Vorwürfe. Ich muss sie nur finden. Das ist richtig, aber es hat keinen Sinn mehr, im Dunkeln zu suchen. Die Kette könnte direkt vor unserer Nase liegen und wir würden sie nicht sehen. Wir versuchen es morgen früh weiter. Aber ich muss sie unbedingt finden. Los, weitersuchen. Der Fisch war mit Kylie in eine tiefe Unterwasserschlucht getaucht, wo sie auf einen riesigen Strudel trafen. Eure Majestät, ich habe das Mädchen mitgebracht. Sie möchte eine bessere Surferin werden. Oh, ich würde ihr dabei so gerne helfen. Komm doch ein bisschen näher, Kind, dann kann ich dich besser hören. Kylie konnte ja nicht ahnen, dass ihr eine Falle gestellt wurde. Langsam näherte sie sich dem Strudel. Ich würde gern besser surfen als... Ich kann dich nicht hören, meine Liebe. Komm näher. Ich möchte gern besser surfen. Weißt du was? Ich schätze, die ganze Sache war keine so gute... Doch weiter kam Kylie nicht. Der Fisch stieß sie in den reißenden Strudel hinein. Kaum hatte der Strudel Kylie verschluckt, kam Eris heraus. Ich bin wieder frei. Ach, das hast du gut gemacht, Alistair. Aber ich finde, du hättest dich etwas mehr beeilen können. Aber habt ihr nicht gesagt, die Gezeitenwechselzeremonie ist erst morgen? Ich finde, dafür, dass ich schwere Überzeugungsarbeit leisten musste, war ich ganz schön schnell. Möchtest du vielleicht selber herausfinden, wie es sich anfühlt, in so einem Strudel zu stecken? Nein. Dann versuch mir nicht einzureden, du hättest meine Befehle schnell ausgeführt. Ja, Eure Majestät. Ich meine, nein. Ich war eine Schnecke. Gut. Und jetzt komm. Wir müssen dafür sorgen, dass ich um die Mittagszeit auf dem Thron von Aquelia sitze. Dann werde ich endlich Mirilia machen können und über das Meer herrschen. Dann werde ich endlich Mirilia machen können und über das Meer herrschen. Und wer hat das möglich gemacht? Das war ich. Was hast du da gerade gesagt? Seetang. Wäre es möglich, etwas Seetang zu knabbern, habe ich gesagt. Lecker. Weise Entscheidung. Dann knabber mal schön. Snouts hatte aus einem Versteck alles mit angesehen. Als Eris und Alistair verschwunden waren, schwamm er zum Strudel und sah vorsichtig hinein. Ist da jemand? Bitte hilf mir, hier rauszukommen! Hilfe! Warte! Wo willst du hin? Komm zurück! Snouts tauchte so schnell er konnte zur Meeresoberfläche. Inzwischen war es Morgen und Merlia suchte mit ihren Freundinnen weiter nach der Kette. Wo ist sie nur? Und am Strand war sie auch nicht. Okay, lass uns mal scharf drüber nachdenken. Fürs Nachdenken ist es noch zu früh. Merlia sagte kein Wort mehr und starrte auf das Wasser. Merlia? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, im Meer stimmt was nicht. Als wäre dort böse Energie. Plötzlich tauchte Snouts vor ihnen auf. Snouts! Irgendetwas geht da unten vor, nicht wahr? Hier auch! Meine Halskette ist verschwunden, gestern während des Shootings. Es hängt zusammen irgendwie. Was ist passiert? Snouts tauchte ab und kam mit einem Holzbrett wieder an die Oberfläche. Dann ahmte er Kylie nach. Leute, wenn ich es nicht wirklich besser wüsste, würde ich sagen, diese Robbe tut so, als wäre sie... Kylie! Snouts, willst du damit sagen, Kylie hat irgendwas mit den Geschehnissen zu tun? Das ist ja voll lustig. Ich habe Kylie gestern getroffen, als ich auf dein Zeug aufpasste. Warte, du hast Kylie getroffen? Sie hatte dein Pulli kurz in der Hand, damit ich mein Tablett abstellen konnte. Sie hat meinen Pulli gehalten? Wieso wiederholst du alles, was ich sage? Hast du gestern vielleicht Wasser in die Ohren gekriegt? Ich muss unbedingt darunter. Und wie? Wenn Kylie deine Halskette hat, dann kannst du keine Meerjungfrau werden. Nein, aber unter Wasser atmen kann ich dennoch. Ich habe nur keine Schwanzflosse.
wünscht mir Glück. Wenn alles gut geht, bin ich spätestens bis heute Nachmittag zum Finale zurück. Sei bitte vorsichtig. Alles Gute, Melia. Na dann los, Snouts. Iris schwamm ziemlich schnell durch die Unterwasserwelt und Alistair hatte alle Mühe mitzuhalten. Dürfte ich Eure Majestät wohl belästigen und euch bitten, ein wenig langsamer zu schwimmen? Ich bin es nicht gewohnt, die ganze Nacht meine Schwanzflosse zu bewegen. Ich bin schon ganz wund. Als sie in eine Höhle schwammen, wurde Alistair von 5 Riesenfischen, über deren Schuppen elektrische Blitze zuckten, in die Zange genommen. In größter Panik rief er seine Herren, die schon ein ganzes Stück vorausgeschwommen war. Iris! Iris! Ehrlich, Alistair, was ist denn jetzt schon wie... Oh, was haben wir denn hier? Horror! Purer, blanker Horror, Eurer Majestät! Ich sehe auch wieso. Ausgesprochen beeindruckend. Sagt mir, wer von euch hat das Kommando, hm? Das wäre dann wohl ich und ich mag keine Eindringlinge. Du und dein Schoßfischchen verschwindet sofort von hier. Schoßfischchen? Ich? Niemals! Seht mal, was der brave Fisch kann! Ich fürchte, das hier ist der schnellste Weg, um dahin zu gelangen, wo ich hin will. Gestattet ihr mir und meinem Schoßfischchen zu passieren, dann gestatte ich euch, meine getreuen Diener zu werden und dankenswerterweise meinen Befehlen zu gehorchen. Und warum sollten wir das tun? Oh, ich hab gehofft, du würdest diese Frage stellen. Furcht steigt in dir auf, finstere Angst bemächtigt sich deiner. Erlebe deinen schlimmsten Albtraum hier und jetzt! Iris verwandelte den Riesenfisch in einen Zwergfisch. Hey! Hey, was ist denn hier los? Was ist mit mir passiert? Du, mein lieber Freund, hattest die Ehre, das erste Opfer meines neuen fiesen, mächtigen Zaubers zu werden. Das bedeutet, dein größter Albtraum wurde wahr. Nein! Zaubere mich sofort wieder groß! Hast du gehört, sofort? Oh nein, das werde ich auf keinen Fall. Aber wenn ihr wollt, verteile ich noch jede Menge mehr Albträume. Ich freue mich schon so lange darauf, sie endlich auszuprobieren. Und was denkt ihr 4? Leistet ihr lieber eurem Anführergesellschaft oder folgt ihr lieber mir? Weise Entscheidung, folgt mir. Aquelia wartet schon. Hey, ihr könnt mich doch nicht einfach so hier lassen. Kommt zurück! Kommt zurück sofort! Snouts hatte Merlia inzwischen zum Strudel geführt. Au, 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 au! Hilfe! Wieso hilft mir denn keiner, bitte? Oh nein, nein, nicht doch. Kylie? Merlia? Bist du das? Ja, ich bin's. Hab keine Angst, ich hol dich da irgendwie raus. Merlia nahm eine lange Schlingpflanze, band sie sich um ihre Hüfte und schwamm in den Strudel hinein. Mit einem kräftigen Schubs stieß sie Kylie aus dem Strudel hinaus. Ah! Ja! Merlia! Die Strömung hier drin ist viel stärker, als ich sie in Erinnerung hatte. Ich kann nicht mehr rausklettern. Kylie packte die Schlingpflanze und versuchte, Merlia herauszuziehen. Was macht ihr da? Es ist alles okay. Ich hab dich. Jetzt versuch rauszuklettern, während ich ziehe. Während wir ziehen. Ich schaff's nicht. Was? Seit wann gibt die Königin der Wellen bitte schön auf? Jetzt mach schon! Mit letzter Kraft zog sich Merlia heraus. Kaum war sie draußen, explodierte der Strudel und löste sich in nichts auf. Jetzt erst sah Merlia, dass aus Kylie eine Meerjungfrau geworden war. Oh, wow. Ja, das kann man wohl sagen. Hast du davon gewusst? Hast du deswegen die Kette gestohlen? Nein, ich hatte keine Ahnung. Da war so ein Fisch. Ein sprechender Fisch. Ich bin echt verrückt, ein sprechender Fisch. Ich meine, sieh mich an. Ich bin ein sprechender Fisch. Was hat denn der sprechende Fisch getan? Er hat mich geschubst. Und als ich in den Strudel fiel, kam auf einmal so eine Meerjungfrau rausgeschossen. Oh Mann, eine böse Meerjungfrau. Iris. Das mit der Kette hätte ich einfach nicht tun dürfen. Ich will jetzt sofort nach Hause und das alles nur noch vergessen. Hier.
Hab vielen Dank, Kylie. Kylie nahm die Kette ab und gab sie Merlia. In dem Moment verwandelte sich Kylie zurück. Doch das war lebensgefährlich, so tief unten im Meer. Schnell legte Merlia ihr die Kette wieder um. Ist alles in Ordnung? Ich habe nicht nachgedacht. Entschuldige. Ich auch nicht. Besser, ich trage die Kette so lange, bis wir wieder an Land sind. Ja, das ist eine gute Idee. Snouts wird dich begleiten. Ich kann hier noch nicht weg. Wieso? Die Meerjungfrau aus dem Strudel ist Eris, meine Tante. Deine Tante? Wenn sie jetzt frei ist, wird sie versuchen, die Macht über die Unterwasserwelt an sich zu reißen. Sie wird alle Lebewesen darin versklaven. Dann werde ich auch hier bleiben. Kylie, wir befinden uns auf dem Grund des Meeres. Du gehörst nicht hierher, sei mir nicht böse. Ich gehöre nicht ins Meer? Hey, ich bin Surferin. Das Meer ist mein Leben. Bedroht deine Tante das Meer, dann werde ich dir helfen, sie aufzuhalten. Abgesehen davon hast du mir in den letzten 5 Minuten 2-mal das Leben gerettet. Ich schulde dir was. Das kann ich nicht von dir verlangen. Es ist wirklich viel zu gefährlich. Wir haben nicht mehr viel Zeit, habe ich recht? Wieso diskutieren wir noch? Na schön, du hast recht. Wir müssen uns beeilen. Los geht's. In Aquelia hatten die Botschafterinnen alles für das Ritual vorbereitet. Nun hieß es warten. Ich danke euch, meine Botschafterinnen. Ich würde vorschlagen, wir trinken, während wir auf die Mittagssonne warten, den zeremoniellen Tee. Ich hoffe, ihr habt auch ein Tässchen für mich. Eris. Und begrüßt meine Gäste. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast zu entkommen, aber du wirst dich in die Gezeitenwechselzeremonie nicht einmischen. Sag mal, und wenn ich das tun würde, wäre das wohl dein größter Albtraum, Kalissa? Ich gebe dir die Möglichkeit, das hier friedlich zu beenden, Schwester. Kehre um und verlasse uns. Jetzt sofort. Lass mich schnell darüber nachdenken. Nein. Eris hetzte die Elektrofische auf die Königin und ihre Botschafterin. Kalissa konnte ihnen jedoch entkommen. Eris verfolgte ihre Schwester. Ich konnte als Kind schon schneller schwimmen als du, Schwester. Nur hattest du nie so viel Verstand wie ich, Schwester. Gegenseitig schleuderten sie sich nun Energieblitze entgegen. Mir bereitet es Vergnügen, mit dir zu kämpfen. Das ist wohl der größte Unterschied zwischen uns. Ja! Ich will nicht mit dir kämpfen, aber um das Meer zu verteidigen, werde ich's tun. Botschafterin Renata wurde von einem der Elektrofische angegriffen. Er versetzte ihr einen gewaltigen elektrischen Schlag. Kalissa wollte ihr zu Hilfe eilen. Ah! Renata? Oh, so eine Schande. Dein Mitgefühl wird dein Untergang sein, Schwesterherz. Eris schleuderte ihrer Schwester einen Energieblitz hinterher. Kalissa wurde getroffen. Oh nein! Ich kann nicht mehr schwimmen. Meine Schwanzflosse, sie ist bleischwer. Nein! Jetzt geht dein Albtraum in Erfüllung. Königin Kalissa versank in der Tiefe. Nur Suma, der kleine Delfin, folgte ihr. Die Botschafterinnen schlossen sich nun zusammen, um Eris gefangen zu nehmen. Ergreift sie! Oh, jetzt seid ihr dran. Eris Kräfte waren einfach zu mächtig. Ehe sich die Botschafterinnen versahen, wurden sie von Eris in durchsichtige Blasen eingeschlossen. Willkommen in euren schlimmsten Albträumen, Botschafterinnen. Hochinteressant. Was ängstigt dich am meisten? Was habt ihr getan? Ich hab dir deine Geschwindigkeit genommen, Kleines. Und du hast all dein Selbstvertrauen und deinen Mut verloren. Buh! Jetzt sieh sich das einer an. Lass mich sofort hier raus. Ich ertrage es nicht, eingesperrt zu sein. Und im Handumdrehen hat Eris euch alle besiegt. Man könnte sagen, das ist schockierend. Was? Glaubst du nicht, dass ich das vielleicht gerne kommentiert hätte? Oh, Entschuldigung, ich schwimme schon mal vor. Und werde ihren Thron schon mal sauber machen. Der ist sicher sehr schmutzig. Königin Kalissa befand sich auf dem Meeresgrund, als Suma sie entdeckte. Kalissa! Suma! Oh, Gott sei Dank! Was hat Eris euch bloß angetan?
Meine Schwanzflosse, sie ist... Ich kann mich nicht bewegen. Und das heißt, ich schaffe es nicht auf den Thron, aber Eris wohl. Sie wird die Macht erhalten, Merylia zu machen. Ich muss ihr zuvorkommen. Du musst mir helfen. Haltet euch fest. Und jetzt schwimm. Schwimm, so kräftig du kannst. Kalissa hielt sich an Sumas Rückenflosse fest. Aber der kleine Delfin hatte nicht die Kraft, Kalissa nach oben zu ziehen. Es tut mir ja so leid. Ich kann's nicht. Schnell, versuch Hilfe zu holen. Hol so viele, damit ihr mich hochhieven könnt. Eris darf die Macht nicht ergreifen. Ich könnte versuchen, Merylia zu finden. Ja, finde sie und bring sie zu mir. Und zwar so schnell du kannst. Das mache ich, Eure Hoheit. Merylia, Kylie und Snouts waren von Aquelia nicht mehr weit entfernt. Jetzt, da Eris befreit ist, was wird passieren? Sie wird versuchen zu verhindern, dass meine Mutter ihre Macht, Merylia zu machen, während der Gezeitenwechselzeremonie wieder auffrischt. Ich verstehe leider nur Bahnhof, Merylia. Merylia ist die Lebenskraft des Meeres. Was ist los? Meine Mutter, sie ist... Sie steckt in Schwierigkeiten. Ich kann das spüren. Schnell! Wir müssen dort lang. In die Tiefe. In diesem Moment kam ihnen schon Zuma entgegen. Merylia! Da bist du ja! Zuma! Und du? Bist du nicht? Hocherfreut, dich kennenzulernen, sprechende, pinke Delfin-Kreatur. Merylia, deine Mutter, sie ist in furchtbarer Gefahr. Eris hat sie mithilfe eines Albtraumbannes auf den Grund des Meeres sinken lassen und dort sitzt sie fest. Kannst du uns zu ihr bringen? Ja, folgt mir. Königin Kalissa war froh, als sie ihre Tochter sah. Mutter? Merylia. Oh. Wo ist deine Schwanzflosse? Ist eine lange Geschichte, wirklich. Sag mal, geht's dir gut? Mir geht's erst wieder gut, wenn ihr es geschafft habt, mich hochzuhieven. Es tut mir so leid. Ich hätte an diesem Surfwettbewerb nicht teilnehmen dürfen. Nein, mir tut es leid. Ich muss akzeptieren, dass du nicht nur eine Meerprinzessin bist. Ich hätte erkennen müssen, wie wichtig dir das menschliche Leben ist. Und dazu gehört nun mal das Surfen. Das ist alles meine Schuld. Ich bin Kylie. Ich habe Merylias Kette gestohlen. Entschuldigung. Das spielt doch jetzt überhaupt keine Rolle. Ihr seid zu viert. Wenn ihr mit allen Kräften zusammenarbeitet, schafft ihr es vielleicht rechtzeitig, mich auf den Thron zu setzen. Aber was ist mit Eris und diesen grässlichen Biestern? Wir besiegen sie, Zuma. Irgendwie werden wir es an ihnen vorbeischaffen, aber ich muss unbedingt auf diesen Thron. Seid ihr bereit? Mhm. Also gut. Wir versuchen es auf drei. Eins, zwei, drei, schwimmen! Es funktioniert nicht! Es muss funktionieren! So, los! Eins, zwei, drei! Aber auch dieses Mal schafften sie es nicht, die Königin vom Grund zu heben. Mutter! Nein, wir dürfen nicht aufgeben. Wir dürfen nicht zulassen, dass Eris die Macht erhält, Merylia zu machen. Eris darf die Macht nicht übernehmen. Nein, du hast recht. Versucht es nochmal. Hört ihr? Macht euch alle bereit. Wir werden es nicht schaffen, dich hochzuziehen. Doch, ihr müsst es schaffen. Eris darf nicht gewinnen. Nein, Mutter. Die einzige Möglichkeit, Eris aufzuhalten, ist, wenn ein anderes Mitglied der königlichen Familie die Zeremonie durchführt. Merylia! Ich muss es tun. Ich führe die Zeremonie durch. Wenn du das tust, wirst du eine Schwanzflosse haben. Und zwar für immer. Du wirst nie wieder laufen oder surfen können. Das weiß ich. Aber ich bin die Prinzessin von Oceana. Es ist meine Pflicht. Also werde ich es tun. Merylia, ich... Ist schon gut, Mutter. Ich werde es schaffen. Aber ich werde Hilfe brauchen. Merylia, willst du das denn wirklich tun? Du riskierst auch viel, um zu tun, was richtig ist. Ich werde natürlich versuchen, dich auch hier zu übertrumpfen. Na, gute Entscheidung. Und ich werde dir helfen. Und ich natürlich auch. Nur keine Angst. Wir werden bald wieder zurück sein. Alles Gute, Kind. Voller Sorge schaute Kalissa ihrer Tochter hinterher. Und? Hast du einen Plan? Ich vertraue meinen Instinkten. Und alles Weitere wird sich irgendwie finden. Als sie ihr Ziel erreicht hatten, erkannten sie sofort die schwierige Lage. Die Botschafterinnen wurden von den Elektrofischen streng bewacht. Merylia und ihre Freundinnen versteckten sich hinter einer der alten Säulen und beobachteten Eris, die sich auf dem Thron räkelte. Und wie sehe ich aus, Alistair?
Oh, Eure Majestät, dieser Thron steht euch wirklich hervorragend. Ich weiß, er ist wie für mich gemacht. Nur damit ich das richtig verstehe. Es sind wir vier gegen eine Gang von Elektrofischen mit superscharfen Monsterzähnen. Plus deine Tante, die auf uns zeigen und unsere schlimmsten Albträume wahr werden lassen kann. So ziemlich, ja. Das nenne ich mal unfaire Bedingungen. Wir könnten uns noch die Hände mit Seetang fesseln. Dann hätten die anderen wenigstens eine reelle Chance. Kylie, du bist ein Genie. Was? Merlia, das war bloß ein Witz. Ja, und zwar der brillanteste Witz auf der Welt. Das bringt mich auf eine Idee. Ich sag nur zwei Worte. Wellenreiten. Merlia holte ein paar Schlingpflanzen. Dann gab sie die letzten Anweisungen. Der Plan war, unter den Elektrofischen hindurchzuschwimmen, ein paar Schlingpflanzen als Halterung an die Flossen zu binden, um dann auf ihren Rücken zu surfen. Und nicht vergessen, die Augen von diesen Elektrofischen sitzen auf ihrem Kopf. Solange ihr unter ihnen bleibt, können sie euch nicht sehen. Die Elektrofische bemerkten auch nichts, denn statt auf die Gefangenen aufzupassen, dösten sie vor sich hin. Merlia, Kylie, Snouts und Zuma hatten ihre Arbeit schnell erledigt. Und dann zeigte sich auch schon die Sonne. Es ist soweit! Dann kann's losgehen. Merlia und Kylie sprangen jeweils auf einen Elektrofisch und surften durch das Wasser. Die Fische waren irritiert und wussten nicht so recht, was mit ihnen geschah. Es ist Prinzessin Merlia! Was ist denn hier los? Das ist cool! Merlia! Es ist Prinzessin Merlia! Lass dich doch nicht einfach so treiben wie eine Qualle! Alistair, jetzt tu doch was! Schnapp dir die Elektrofische! Ich muss auf diesem Thron bleiben! Natürlich, Eure Majestät! Sie ist die Königin der Welle! Nur noch ein paar Minuten und ich hab's geschafft! Die Elektrofische waren nun so abgelenkt, dass Zuma und Snouts unbemerkt die Botschafterinnen befreien konnten. Hab vielen Dank, Zuma. Wirklich gut gemacht, Snouts. Botschafterin Selina? Oh, lange Geschichte. Kommt, wir müssen Iris aufhalten. Merlia versuchte näher an Iris heranzukommen, aber die hielt sie mit Energieblitzen auf Abstand. Jetzt lenkte Kylie ihren Elektrofisch auf den Thron zu. Iris war so mit Merlias Abwehr beschäftigt, dass sie es gar nicht bemerkte. Kylie kam nun seitwärts auf sie zugeschossen. Der Elektrofisch streifte Iris und versetzte ihr einen Stromschlag. Hab ich dich! Iris stürzte vom Thron und blieb eine Weile benommen auf dem Boden liegen. Merlia nutzte die Gelegenheit, sprang vom Elektrofisch und setzte sich auf den Thron. Iris hatte sich wieder erholt und schleuderte einen Energieblitz auf den Thron zu. Kylie lenkte ihren Elektrofisch in dessen Flugrichtung. Aber als der Fisch getroffen wurde, stürzte Kylie ab und schlug mit dem Kopf gegen eine Säule. Runter vom Thron! Keine Chance! Bevor Iris Merlia wieder angreifen konnte, stürzte sich der Anführer der Elektrofische, den Iris in einen Zwergfisch verzaubert hatte, auf sie und biss ihr kräftig in die Nase. Jetzt war es soweit. Das Sonnenlicht hatte seinen Stand erreicht und hüllte den Thron in ein goldenes Licht. Merlia vollzog das Ritual. Erhebe sich im Wechsel der Gezeiten die Macht Merillias in unendliche Weiten. Die königliche Meerjungfrau auf dem Thron weiß um ihr wahres Ich nun schon. Wieso funktioniert das nicht? Iris schüttelte den Zwergfisch ab. Als sie Merlia ansah, fing sie plötzlich an zu lachen. Du hast keine Schwanzflosse? Du kannst den Thron nicht aktivieren. Keine Verwandlung, kein Merillia. Ich bin die Einzige aus der Familie, wo es funktionieren wird. Also geh mir sofort aus dem Weg. Oh, sonst kriegt keiner sein Merillia. Lass das nicht zu, Merlia.
Kylie war wieder zu sich gekommen, stieß Eris beiseite und warf Merlia die Kette zu. Ich wünsche mir, ich wäre eine Meerjungfrau. Merlia verwandelte sich. Nein! Eris schleuderte wieder einen Energieblitz auf sie zu. Merlia hob ihre Hand. Der Blitz prallte ab, flog zu Eris zurück und setzte sie außer Gefecht. Von nun an hatte Merlia eine viel größere Macht als Eris. Der Wandel war vollzogen. Als Merlia zu Kylie hinübersah, erschrak sie. Kylie war schon ganz rot im Gesicht und drohte zu ersticken. Schnell nahm Merlia ihre Kette und legte sie Kylie um den Hals. Haben wir es geschafft? Es war eine perfekte 10. 10 Punkte reichen nicht aus. Ihr habt uns alle gerettet. Mutter! Ich bin so stolz auf dich. Auf euch beide. Eris war wieder zu sich gekommen und versuchte zu zaubern. Aber nichts funktionierte mehr. Sie hatte all ihre Kräfte verloren. Was ist das? Meine Magie! Eris, es sind dir Beine gewachsen. Das nenne ich gerecht. Jetzt bist du in deinem eigenen schlimmsten Albtraum gefangen. Mein Zauberspruch? Aber dann bleibe ich ja für immer so. Nein, unmöglich. Nein, 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 nicht doch. Nein. Ich hoffe, ihr werdet euch angemessen um sie kümmern. Es wird uns ein Vergnügen sein. Ich bin sicher, wir finden einen besseren Platz für sie als einen Wasserstrudel. Herzlichen Glückwunsch, Prinzessin Merlia. Eure Hoheiten? Ich besitze ja nicht mal Schuhe! Du siehst wahnsinnig hübsch aus. Danke dir. Aber vom Surfen kann ich mich wohl verabschieden. Es tut mir wahnsinnig leid, Merlia. Ich wünschte, ich hätte es verhindern können. Ich weiß schon. Aber ich werde dann dir zusehen, wie du die Meisterschaft gewinnst. Merlia, hör auf. Die Meisterschaft ist wirklich das Letzte, worüber ich jetzt nachdenken will. Das wäre nicht richtig. Soll das ein Scherz sein? Natürlich musst du daran denken. Ich habe mich bewusst für diesen Schritt entschieden. Aber das bedeutet, dass es jetzt sogar noch wichtiger ist, dass du wieder hochschwimmst und surfst. Du wirst es nämlich jetzt für uns beide tun. Bist du sicher? Mhm. Das Finale hat doch bestimmt schon angefangen. Du schaffst es sicher noch rechtzeitig. Oh, na dann los! Gemeinsam tauchten sie zur Meeresoberfläche auf. Und das genau zum richtigen Zeitpunkt. So, jetzt kommen wir langsam zum Höhepunkt dieses Tages. Zeit für das große Finale. Eigentlich müssten wir da draußen Kylie Morgan und Melia Summers sehen. Aber die VIPs sind irgendwie verschollen. Sollten sie nicht sofort auftauchen, sind sie disqualifiziert. Dann sollte ich mich wohl beeilen. Ich wünsche mir, wieder ein Mensch zu sein. Kylie verwandelte sich. Dann nahm sie die Kette ab und wollte sie Merlia geben. Hier. Nein, die Halskette gehört jetzt dir. Was, mir? Anfangs hast du zwar falsch gehandelt, aber du hast gezeigt, dass dein Herz auf dem rechten Fleck sitzt. Wenn du nicht geholfen hättest, hätte ich das Meer nicht retten können. Wirklich? Mhm. Surferinnen, ab ins Wasser! Ich muss los. Ist alles in Ordnung? Ja, Mutter. Ein bisschen schade ist es. Ich hatte für heute einen coolen neuen Trick auf Lager. Ich wünschte, ich könnte mich zurückverwandeln, damit ich ihn Kylie zeigen kann. Wow! Dann passierte etwas Seltsames. Merlia verwandelte sich ebenfalls zurück. Mutter, ich, Kylie! Sieh dir das an! Unglaublich, Wahnsinn, ich fass es nicht! Die Zeremonie, wie kann das sein? Die Zeremonie hat dein wahres Ich zum Vorschein gebracht. Und genau wie ich vorher sagte, du bist eben Meerjungfrau und Mensch. Ich kann surfen! Ja, jetzt im Finale! Komm schon! Viel Glück!
Fallon war am Strand und hatte über Handy eine Videoverbindung zu Merlias Großvater. Merlia wollte doch zum Finale zurück sein. Verzeih, Brake, ich weiß, du wolltest das sehen. Kein Problem, Fallon. Dann braucht Kalissa sie wohl noch dringend. Sonst wäre sie da. Aber dann erschienen die beiden. Das ist doch nicht zu glauben! Maria Summers und Kate Morgan sind soeben in den Wellen aufgetaucht! Ja! Oh, klasse! Ich war überzeugt, dass sie es schafft. Und Leute, seht ihr, was ich sehe? Da kommt eine wahre Monsterwelle! Wow! Wer diese Welle zähmt, hat das Finale in der Tasche. Und? Willst du sie? Oh, ja. Und du? Darauf kannst du dich verlassen. Möge die beste Surferin gewinnen. Danke, das werde ich. Ja, viel Glück dabei. Was für eine Monsterwelle! Und Summers und Morgan sind schon unterwegs. Perfekte Drop-ins von beiden Surferinnen. Merlia startet mit einer Hammer Aerial Barrel Roll. Während Kylie einen perfekten eingedrehten Backside Air Reverse zeigt. Als Merlia ihre Hand in die Welle eintauchte, geschah etwas Merkwürdiges. Wahnsinn! Merlia! Wow, ist das toll! Ich mache Merlia! Aber das Finale! Das ist besser! Oh Mann, ich liebe es! Cool, dann werde ich mir jetzt den Sieg holen! Zeig, was du drauf hast! Was ist auf einmal mit Merlia Summers los? Es sieht so aus, als würde sie mit den Wellen spielen. So was habe ich ja noch nie erlebt. Aber Morgan beherrscht diesen Lauf souverän. Wahnsinn! Was war das denn? Ein unheimlich genialer Barrel und ein Kickflip von Kylie Morgan. So was habe ich bei einem Wettbewerb noch nie gesehen. Sie ist nicht mehr aufzuhalten. Leute, wenn ihr mich fragt, haben wir eine neue Königin der Wellen. Autsch. Das wird Merlia nicht gefallen. Guck doch mal hin. Ich finde, sie sieht eigentlich sehr glücklich aus. Und das war das Finale. Surferin, kommt her! Als Merlia und Kylie an den Strand kamen, wurden sie sofort von den Reportern umringt. Auch Georgie war wieder da und ging auf Kylie zu. Oh, Kylie, das war wirklich fantastisch. Hättest du Lust, auch ein Gesicht von Wavecrest Surfgear zu werden? Du und Merlia, ihr werdet echt ein tolles Team. Aber genieß erstmal deinen Sieg. Wir reden später. Merlia ging zu ihren Freundinnen Fallon und Hadley. Freudig begrüßten sie sich. Sehr gut. Plötzlich hörte Merlia ihren Großvater. Fallon hielt das Handy hoch. Na, wie geht's dir denn, meine Kleine? Ich muss sagen, mir geht es sehr gut. Die Punktrichter haben sich entschieden. Wie lange hat das gedauert? 0 Sekunden. Der erste Platz der Surf-Weltmeisterschaft geht an Kylie Morgan. Komm und hol dir deinen Pokal, Kylie. Gratulation. Kylie nahm Merlia beiseite. Was machst du denn da? Bitte lass dich feiern. Du hast gewonnen. Weißt du, was mir wichtiger ist als der Sieg? Dass ich dir helfen durfte, das Meer zu retten. Ich habe heute begriffen, wie wichtig es ist, Teil von etwas Größerem zu sein. Danke, dass du mir dabei geholfen hast. Nein, ich habe dir zu danken. Beide gingen nun zur Pokalverleihung. Und gemeinsam hielten sie den Pokal hoch in die Luft.